Hallo, hallo. Mal sehen, wann die ersten Leute kommen. Bin gespannt. Ein paar Runden Magic Duels vorweg. Wir sind gerade im Stream und dann später natürlich auf YouTube, falls ihr euch wundert, wo noch die ein, zwei Spiele Magic Duels herkamen, habe ich im Stream zum Start einfach zum Warmmachen gespielt, bevor wir dann mit Modern starten. Ah ja, der erste ist da. Schauen wir mal, dass der Chat jetzt langsam voll wird. Und ja, ich sage jetzt noch gar nicht so viel. Bisschen Puste sparen, gleich für die Moderation. Jetzt einfach mal gucken, ob wir noch vielleicht ein, zwei Wins rausholen können. Rang 20. Geht direkt hart los. Das ist natürlich fies. Und ja, der maximale Brick, natürlich. Natürlich. Ah, ich sehe schon, ist auf jeden Fall gut laggy. Nein, es ist nicht. Wir haben gewonnen. Dann kann ich sofort rausgehen, hoffe ich. So. Gucken, ob mich das jetzt was gekostet hat, ob es alles gleich ist oder ob ich was gewonnen habe. Ich hätte natürlich gern Rang Plus, das wäre natürlich ganz nett. Kam halt gerade nicht die Spiel verlassen Szenario, war wahrscheinlich Connection Problem oder so. Na, für ausreichend Getränke sind auch gesorgt. So, schauen wir mal, was passiert ist. Ich glaube, ich habe einen Rang verloren dadurch, ne? Ehrlich jetzt? Ich hasse es. Oh, die Hand ist schlecht. Wir können ein Land holen. Ah, da passiert nicht viel. Wir brauchen Ramp. Ja, sieht viel besser aus. Leider wie immer on the draw. Natürlich wie immer. Und ja, der Chat fängt langsam an zu leben. Das finde ich natürlich gut. So, wir wissen, wir brauchen in unserem Deck nur Doppelrot. Eine Ödnis haben wir für die Eldrazis. Und joa, ja, Doppelrot für unser Mass Removal. Und ja, Wälder finden wir wohl noch mehr als genug auf dem Weg. Können sogar hier den zweiten Mount nehmen. So. Ja, hallo an den Chat. Noch sind wir ja in kleiner Zahl. Mal gucken, wie viel wir heute werden für Modern. Drei Runden Modern habe ich ja vorbereitet. Ein Spiel spiele ich auch selber. Und ja, da werden wir uns dann gleich auf jeden Fall mal durchkämpfen. Oh, wir spielen auch irgendwie gegen Ramp, aber mit schwarz, ja, Junt-Farben, so wie es aussieht. Weil da sehe ich noch rot. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja, machen wir das auch mal. Oh, das ist ein gar nicht mal so interessantes Matchup, würde ich sagen. Er ist auch 20. So. Da können wir einen Mana mit Plus machen. Müssen wir mal schauen. Ja, maximales Rampen. Aber wir haben Geas Rache schon und Ulamog am Ende der Kurve. Das ist eigentlich definitiv schon mal was ganz Gutes. Unser Gegner wird wahrscheinlich ähnliche Karten im Deck haben. Oh, das ist gut. Wir haben eine Ödnis in Play. Dann, wir können... Ah, nee, wir können nicht das noch spielen. Dafür reicht's nicht. So, verzaubern wir mal den Wald. So. Dann casten wir das noch. Weiter grün. So. Ja, bitte. So. Ich sehe immer die gleichen Fragen im Chat. Kai ist umgezogen. Da ist ein bisschen schwer, manchmal Sachen dann zu machen. So. Okay, das schießt da drauf. Das ist uns aber egal. So, wie viel Mana haben wir eigentlich? 6. 1, 2, 3, 4. 6, 7. Dann Geas Rache. Die ist zum Glück auch 8, 5. Ich denke nicht, dass in so einem Ram-Deck Pump-Spells drin sind. Deswegen wollen wir auch mal langsam in die Offensive gehen. So, ab geht's.
Das weiß ich nicht, wann der nächste Casual Contest ist. So, was hat unser Gegner? Boah, das sind aber viele Sümpfe für so ein Ramp-Deck. Was ist denn in dem Deck mit Sümpfen noch wohl? Also, welche guten, teuren Kreaturen gibt es denn hier in dem Spiel mit Sümpfen? Weiß ich gar nicht. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass unsere Kreaturen einfach stärker sind. Leider können wir noch nicht den Ulamog casten. Der Reality Crusher ist auch nicht so gut auf dem Board. Aber doch, wenn wir mit beiden angreifen, dann schon. Wollen wir da... Ah, das ist auch jetzt nicht so das Mega-Play. Wir brauchen auch mehr Mana. Leider können wir nicht beides spielen. Also Crusher plus aus dem Jenseits. Deswegen fangen wir mit dem Mana-Enchantment an und ja, tauschen die Raumverzerrung quasi gegen den Stampfer. Nee, das geht noch nicht mal. Plus 3, minus 3 überlebt er ja. Oh, nicht gut. Nicht gut. Gitrog-Monster, auf jeden Fall. Ja, die Deckliste habe ich gesehen, dass die gepostet hast. War das eine Standardliste? Ich dachte, die wäre für Magic Duels. Aber ich habe noch keine neuen Decks hier in dem Spiel gebaut. Das war jetzt hier ganz spontan. Eigentlich hätte ich auch war, also eigentlich wollte ich erst um 4 irgendwie kommen, aber ich war ein bisschen früher da und dachte, ein, zwei Spiele vorweg gehen. Habe jetzt aber natürlich nur die alten Decks. Ich habe noch nichts Neues gebaut. Das passiert dann erst nächste Woche. Da hatte ich noch gar keine Zeit für. Aber ja, Decklisten unter den Videos schaue ich mir auch immer an. Das hier wird jetzt auch später auf YouTube sein. Also ihr könnt natürlich auch unter diesem Teil der Let's Plays quasi auch noch Decklisten posten. Ganz wichtig. Brauchen wir. Okay, kein Angriff, das ist gut. Wenn wir jetzt ein Land ziehen, dann Ulamog. Das ist gut. Das ist wirklich gut jetzt. 1, 2. Können wir die beiden exilen mit dem Cast-Trigger. Joa, das sieht doch ganz gut aus. Mit Schwarz kann man aber definitiv Removal haben gegen Ulamog. Aber in der Regel spielt man es nicht. Eigentlich ist Weiß das beste Removal in dem Spiel gegen Ulamog. Declaration in Stone und die ganzen Enchantments sind halt ganz gut. Gucken wir mal. Er hat aber auch mehr als genug Mana. Kampf auf der Brücke. Ah, das ist gut gegen Ulamog. Hab ich auch noch nicht gesehen. Er kriegt noch 10 Leben dafür. Mist, jetzt reicht der Crusher. Smasher auch nicht. Wie teuer? 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 1. Ah, 2 Mana zu wenig. Dann hätten wir uns noch einen raussuchen können. Das sucht doch Eldrazis. Ja, dann hätten wir Doppel-Realitätsbrecher machen können. Aber nein. Leider nein. Spielen wir ihn trotzdem. Alles gut. Falls er gleich wieder einen dicken Blocker spielt, möchte ich jetzt auf jeden Fall angreifen. Moment. Moment. Ich muss nochmal nachzählen. Wir können hier noch plus 3 mitmachen. 13, 16 reicht auch nicht. Dann machen wir das nicht. So, gucken wir mal, was er legt. Eventuell opfern wir hier die Verzauberung auch im gegnerischen Zug. Ja, ich glaube, oh, den könnten wir haben. Es sei denn, der Kampf, er hat ein zweites Kampf auf der Brücke. Das wäre ein bisschen blöd. Aber Geas Rache ist gut. Ja, da ist sie. Aber das ist nur ein Blocker, das wird nicht reichen. Wie ist eigentlich das Verhältnis von Spiellautstärke zu meiner Stimme? Was? Achso. Komm, 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 komm. Das da drauf. Dann das opfern. So. Dann natürlich
eine Haste-Kreatur. Sieht gut aus. Es sei denn, das ist Nebelmana. Gibt's einen richtigen Fog hier in dem Spiel für einen Mana? Habe ich schon wieder vergessen. Gibt's einen Fog? Oder nur zwei Mana-Fogs? Ne, es gibt den einen Mana-Fog, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn er den jetzt hat, dann... Ja. Dann ja. Und? Und? Ja, Miko kann ich gleich ein bisschen lauter machen. Vor den modernen Spielen kann ich am Mikro noch mal ein bisschen rumdrehen. Ansonsten, ja, da wird auch die Hintergrundmusik dementsprechend leiser sein. Da hört man nur ein bisschen Atmosphäre, wo die Leute reden. Da hat man ja nicht so laute Spielmusik. Die ist ja jetzt teilweise auch sehr, sehr, sehr laut. Oh, ich bin für ein Zufallsdeck. Oder wie spät haben wir es? Können wir noch eins? Ja, eins auf jeden Fall. Haben wir jetzt erst vier. Ich habe ja erst gesagt, ich bin eigentlich erst um vier da. Geben wir den Leuten auf jeden Fall noch ein paar Minütchen. Und ja, mache ich Zufallsdeck? Ich glaube, ich mache Zufallsdeck. Zufallsdeck und einmal das Roulette gedreht. Ah, das ist blöd, so funktioniert das ja hier nicht. Das hält ja einfach nicht an. Das ist ja blöd. Ah, dann gehen wir ein paar Mal hin und her. 1, 2, 3, 7 Mal ist gut. 4, 6 und 7. Stopp. Alles klar. Nein, das Deck ist nicht fertig gebaut, glaube ich. Oder? Oder? Das kann ich nicht auf Rang 17 spielen oder 18. Das ist nicht fertig gebaut. Gehen wir einen nach da. Das hatten wir schon. Ich bin voll der Held mit Zufallsauswahl hier. Ja, okay, Wölfe. Sind das überhaupt richtige Decks? Jeskai Control? Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob das wirklich alles richtige Decks sind. Oh, das Deck war geil. Angel Control? Jetzt muss ich doch gucken. Grixis Cycle? Ich habe eine neue Koloss Fling Liste auch gesehen. Unter den Videos. Naja, die Decks müssen echt geupdatet werden. Ich muss hier was der neueren nehmen, würde ich sagen. Ja, lass doch nochmal Elfen spielen, oder? Elfen? Ja, der Paddy ist da. Grüß dich. Ja, sehr geil. Ja, doch. Schwarz-Weiß. Einmal. Habe ich Bock drauf. Das Spiel machen wir noch. Und dann würde ich sagen, starten wir mit Modern. Dafür sind wir ja eigentlich da. Ja. Richtige Gameplays, nicht Magic Online. Wir haben Modern mit echten Karten gefilmt. Wieder, wie immer. Bin kein Magic Online-Spieler. Noch nicht. Oder immer noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, was in der Magic Digital-Welt noch passiert. Ob wir dann in Zukunft noch was anderes sehen. Aha, das ist aber. Die ist zu langsam, die Hand. Oh ja, viel besser. Viel, viel, viel besser. Sela, oh, vielleicht schaffe ich das endlich mal, eine Brisela zu kriegen. Ich habe das noch nie geschafft, dass das mal klappt. So, Tapped Land, Turn 3, Lilianas Eid. Ja, sieht doch ganz gut aus. Sieht doch ganz gut aus. Das ist wie letztes Mal beim Pauper-Stream. Ich habe hier nicht die technischen Möglichkeiten, das live zu machen. Und auch nicht die Zeit. Aber wenn bald neue Hardware da ist und so, dann wird das eh alles ein bisschen geschmeidiger. Generell der Ablauf. Videos sehen besser aus. Stream sieht besser aus. Alles wird besser. Aber ja, dafür wird noch gesammelt auf jeden Fall. Gleich im Stream auch endlich funktionieren die ganzen Donation-Sachen. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Da bin ich auch immer noch dran, dass das jedes Mal ein bisschen besser aussieht. Das funktioniert aber auf jeden Fall. Aber tatsächlich mit meiner Hardware bin ich hier echt am Limit von dem, was geht. Also auch gerade Live-Kamerabild. Das ist alles so eine Sache, das klappt mit der Hardware hier nicht. Einfach nicht leistungsstark genug. Okay. Blöd. Trotzdem, wir müssen jetzt mal on curve hier spielen. Auch wenn er jetzt das Ding da opfert, ist jetzt nicht so stark, aber passt. Jetzt haben wir noch Erstschlag, ne? Sela bringt nichts. Gut, die hat Lifelink, ne? Wenn er keinen Removal hat. Sieht aus wie White Weenie wieder. Dann können wir mit Lifelink da doch ganz viel machen eigentlich. Wir haben auch ordentlich Removal. Life Gain für später.
gute Karten am Ende der Kurve, also sollte eigentlich okay sein. Er tappt Kreatur. Ja. Das ist gut. Das ist gut gegen den Engel. Dann Mass Removal bitte. Einmal, ja, Hennys Expertise ist, glaube ich, in dem Deck gewesen, ne? Ja, gut, ne? Das Play muss jetzt leider sein. Aber da muss er sein Mana investieren, zumindest zum Tappen. Oder er greift nur mit dem Leutnant an. Weil gegen den trade ich auf jeden Fall nicht. Ich würde aber gerne mit Lifelink angreifen, auf jeden Fall. Ja. Ja, können wir noch halbwegs gegenhalten. Wir legen auch gleich die Lilly, die opfern wir quasi so ein bisschen da rein, um einmal Schaden zu absorbieren, denn im Late Game werden wir mehr als genug Kartenvorteil haben, da sind wir jetzt auf den einen Planeswalker nicht angewiesen, können wir quasi als Live Game Spell spielen, die Liliana, würde ich sagen. Haben wir, ja, auf der 5 jetzt. Oh, das Ding hat Wachsamkeit, das ist so. Und ab nächster Runde kann er ja tappen. Wir brauchen, es wird endet eh mit Mass Removal oder nicht, also. Blessed Alliance wäre gut. Wenn er nur mit einer Kreatur angreift. Opfert eine Angreifende, das wäre gut gewesen. Da wären wir hart überrannt gerade. Paddy, bester Mann. Ich lese gerade im Chat ein bisschen nebenbei. Irgendwie bin ich gleich tot, habe ich das Gefühl. Was passiert hier? Ich muss ein bisschen aufpassen. Aber im Chat passieren so viele Sachen. Ja, 11. Bin ich tot, ne? Well played, würde ich sagen. Ah, vielleicht muss er irgendwie was machen. Es gibt ja Quests in dem Spiel. Lass ich ihm noch durchgehen. Vielleicht muss man ja Schaden machen. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. So, komm. Alles klar. So. So. Schade, wieder zurück auf 17. Hat's auch nichts gebracht zu gewinnen. Ja, aber läuft. Ja, wollen wir mal langsam Richtung Modern gehen?